präsentiert von Vulcano Brennstoffe. Autos. Nichts schreit mehr nach Freiheit als des Deutschen liebstes Fortbewegungsmittel auf vier Rädern. Doch braucht es Menschen mit Herzblut und Leidenschaft, die sie konstruieren, bauen und instand halten. Karl-Heinz Stolz ist einer dieser Menschen. Kfz-Meister, Restaurateur, Autohausbesitzer, Rallye-Fahrer, Familienvater und Eifelkind. Seine Geschichte ist vielseitig. Und im Mittelpunkt steht immer das Automobil. Ich bin Karl-Heinz Stolz, in Schalkmeeren geboren und bin von jung an mit dem Kfz aufgewachsen. Mein Vater hat also drei Autos gehabt im Kreisdau und da hat mein Vater eins davon gehabt. Mein Vater war im Baujahr 1892 Jahrgang, war bei den Weltkriegen und durch das Auto, weil wir immer ein Auto hatten, war ich mit dem Auto aufgewachsen und immer infiziert auf dem Auto schon als kleines Kind. Ich habe immer an allem repariert, zum Beispiel Uhren habe ich auseinandergeholt, aber nicht mehr zusammengebaut gekriegt. Aber dann gab es schon mal Liebe, aber ich habe mir an alles dran getraut. Und wie das dann soweit war, dann habe ich dann die Lehre in Daun bei der Firma Stark, da war ich 16. Ich habe noch erst bei meinem Vater noch, man musste noch in der Landwirtschaft helfen. Nach dem Krieg, das war 1954, da hat der Firma Stark, da war noch der Nikolaus Stark, der Senior, der hatte Borgmacht. Und Borgmacht war in Daun das Auto. Da gab es fast keiner, der kein Borgmacht hatte. Und der Herr Stark war auch ein Mann, der überall in allen Gremien drin war und dadurch war er bekannt und dadurch waren halt fast jeder vor Borgwacht da. Und und da habe ich meine Lehre und nach der Lehre bin ich nach Köln gegangen, da hat mein Schwager und mein Bruder und die Firma Gräfen und fuhren dann mit Tankzügen. Da habe ich die vier Tankfühler also repariert und eingeteilt und auf schwierigen Stellen habe ich sie reinrangiert. Ich hatte damals noch keinen Führerschein für die Lkw. Aber die haben mich mitgeholt für die Auto da reinzufahren auf die Stellen, wo die abgeladen haben, die Riesendinger. Ja, und dann anschließend war ich wieder bei der Firma Stark. Und dann nochmal bei der Firma Gessner. Und dann habe ich in der Zeit, da war 67, den Führerschein gemacht. Wir haben geheiratet, 67. Ja, und dann habe ich mich sofort selbstständig gemacht, im Mai 67. Ich habe angefangen in Schalkmeeren, in meinem Elternhaus, da hatte ich eine Doppelgarage, habe ich mir selber aufgebaut, alles hat geholfen darum, ich war am Sportverein drin, man hat damals noch Fußball gespielt und war überall noch in den Vereinen drin. Ja, und dann habe ich nach einem halben Jahr, kamen die Herren von Simca. Und erst der Name hat mir überhaupt nichts gesagt.
Man war nur auf deutsche Autos und dann, ja, dann wurde ich Simke-Händler. Hier, in Schalkenmeeren? In Schalkenmeeren, mhm. Habe ich dann Simke verkauft und hatte dann und hier... Wo war das in Schalkenmeeren? Das war oberhalb von Michels, gegenüber von Landmaschinen-Zilien, schräg gegenüber. Also da ist heute ein Atelier drin, so ein Künstlerin ist da drin. Mhm. In den, das waren zwei Doppelgereihe, eine Hebebühne hatte ich draußen stehen. Es wurde im Winter geheizt von hinten, das Altöl wurde noch verbrannt damals. Mhm. Mhm. Und dann habe ich draußen gearbeitet auf der Hebebühne. Mhm. Weil die Decke nicht hoch hinauf war in dem Raum und damals, wie ich angefangen habe, hatte ich auch nicht das Geld für eine Hebebühne und sowas. Ne? Ja, und dann mit Simke habe ich unheimlich guten Erfolg gehabt. Hier im Ort waren zum Beispiel 107 Autos und da waren 94 Autos Simkas. Unvorstellbar. Und so war das auch auf den Dörfern Utler, Eckfeld, Brockscheid, überall. Ich habe Autos verkauft, weit an den Moseln, überall. Und ja, das war mit Erfolg und dann ist Simke ja nachher zusammen mit Büschow verschmolzen und dann war die Ehre aus. Ja, Focht war schon lange, öfter schon da und wollte, dass ich Fochthändler werde. Und ja, wie das dann mit Büschow und Simke zusammen verschmolzen ist, die Firma, habe ich Focht bekommen. Das war 1982. Mhm. Damals hatte ich, ja, im Vorfeld muss man auch sagen, ich habe 1971 bin ich von Schalkenmeer nach Daunitz gezogen, im Frühjahr 1971. Da habe ich den Betrieb von meinem ehemaligen Chef, von dem Heinz Stark, die Lackiererei übernommen. Ach, der hatte die Lackiererei da, wo ihr jetzt seid, ja? Der hatte die Lackiererei, ja. Ihr habt, die war wo ich jetzt getrennt bin. Von dem anderen Betrieb. Ja, war alles noch ziemlich neu, erst 2 Jahre. Und, also du bist Lackiermeister und Kfz-Meister? Nein, ich habe damals eine Sondergenehmigung bekommen, für auch den Namen Autolackiererei zu führen. Also wir waren die erste Lackiererei in Daun. Sonst, oder fast im ganzen Kreis Daun. Ne? Wir haben noch als erster auf Wasserlacke umgestellt. Wir hatten damals Heverslacke und nach 15, 20 Jahren haben wir Glasurit. Da war der Glasurit, die waren mit den Wasserlacken weit davor. Ja, dann haben wir mit Wasserlacken lackiert. Ne? Und ja, die Firma Stark, der hat, ja, das war der Heinz Stark gewesen, ja. Das müssen wir nachher rausschneiden, also wie das. Und der hat also quasi dann die Lackiererei ja, verkauft? Ja, der hat die Lackiererei an mich verkauft, ja. Ja. Und was war für dich eigentlich der Grund, dich selbstständig zu machen? Warum hast du das gemacht? Also man hätte ja auch, sagen wir mal, ja, also das war immer mein Traum gewesen, selbstständig zu sein. Ich habe noch 2 Jahre auch in den 16 Jahren in Leverkusen bei Mercedes gearbeitet, überwiegend nur Causerie arbeiten. Und das war immer mein Traum und ich habe immer, hatte ich irgendwie besondere Autos schon damals, ja, zum Beispiel hatte ich den Hipmüller, VW Hipmüller Cabriolet, da war nach dem Umbau, war dann habe ich in mal blau lackiert und jetzt ist er noch hier in Rot, das war so der Ursprung. Wie alt warst du da auf dem Foto? Auf dem Foto, da war ich 19. 19? Ja. Und mit wie vielen Jahren wusstest du, dass du dich selbstständig machen wolltest? Ja, das war immer schon, ich habe als Kind schon an allen Geräten rum gehämmert, geklopft, gemacht und repariert, immer. Das war sozusagen in die Wiege gelegt, weil wir auch dann hier ein Auto hatten. Das war immer mein Traum gewesen. Ja, dann bin ich nachher Fochthändler geworden und ja, und jetzt haben die Kinder den Betrieb übernommen. Ja, nachher hatten wir ja, wie ich den Betrieb übergeben habe, waren wir mit 24 Mitarbeitern. Ne? Ja, und ich habe das Feld geräumt, kann man sagen, wie die ersten Computer auf den Tisch kamen. Dann
in meinem Alter nochmal mit den Sachen da anfangen, das war schon sehr schwierig. Trotzdem mache ich heute schon wieder was mit iPad und so, also kleine Sachen kriege ich schon wieder hin. Aber sonst war für mich, meine Frau hat damals, wie wir 67 angefangen haben, hat die auch einen Schreibmaschinenkurs gemacht und so. Ja, die hat dann die Rechnung geschrieben, haben wir sonntags haben wir die geschrieben. Wenn man ein Feiertag war, manchmal blieben die auch schon mal 2 Monate liegen. Das war auch alles noch nicht so einfach. Ich habe lieber in der Werkstatt gearbeitet, aber ich war kein Büromensch. Ne? Wie war das? Du hast ja zuerst in Schalkenmeeren den Simka-Betrieb, da warst du ja alleine, ne? Und ja, ich hatte in dem Betrieb in Schalkenmeeren habe ich angefangen und hatte sofort 2 Lehrlinge. Ne? Das war der Helmut Stolz, das war von Mehren, von dem Robert Stolz, der hat auch ein Transportunternehmen, von dem war das der Sohn und einer war von Ted Scheid. Die beiden, da waren meine erste Lehrlinge und bis heute habe ich ungefähr 95 Lehrlinge ausgebildet. Mit Erfolg, die alle Prüfung abgelegt haben. Und als du in Schalkenmeeren weggegangen bist, hast du die Leute dann mit zuvor genommen? Ja, sind die Leute alle mit, ja. Und dann habe ich auch in Daun noch die Leute von dem Schlag übernommen. Ne? Ja, ich hatte damals, habe ich auch schon 2 Gesellen gehabt und hier der Stolz, der zum Beispiel als erster Lehrling war, der hat dann bei mir auch so das Lackieren so gelernt und dann mit Lehrgängen war der jetzt bis zu seiner Pensionierung, jetzt vor 3 Jahren, ist dann mit 63 in den Vorruhestand gegangen, was der jetzt möglich war, ne? Und Abzüge. Wir sind Rallye gefahren, man nannte nachher keine Rennen. Wir sind zwar auch mit Herzblut jeden Sonntag, da hängen hinten auch die Bilder auf dem Ring rum gewesen, am Nürburgring. Man war früher schon als 12, 13 Jahre sind wir mit den Fahrrädern auf den Nürburgring gefahren. Da hat man 1,50 Mark dabei gehabt. Ne? Da hat man dann geguckt, da muss man auch 10 Pfennig bezahlen. In Mühlenbach beim Bauer, da man die Fahrräder abgestellt hat. Ne? Und die waren dann in der Scheune und dann nachher sind wir da hingekommen. Dann hat man das Geld alle ausgegeben. Wir haben dann die Fahrräder da rausgekriegt, damit wir nach Hause gefahren sind. Da hat er dann nachher gesagt, hau ab, ihr Kerle, nächstes Jahr kriege ich das Geld aber von euch. Da sind wir nach Hause gefahren mit den Fahrrädern. Ja. Und auf welchen Autos hast du die Rallyes gefahren dann? Ja, das waren überwiegend waren das dann die Simca-Fahrzeuge. Ne? Simca-Rallye. Rallye 1 bis Rallye 3 gab es ja die Autos, die waren dann, also die Rallyes überwiegend, das waren mehr Sternfahrten wie Rallye damals. Also direkte Rallye-Sport, Rennsport nicht. Das waren Sternfahrten, da bin ich mit Brandt Kurt, der war meistens der Beifahrer bei mir. Ja, da ging es dann auch schon mit Slalom und so eine kurze Strecke Bergrennen, wo man dann musste man richtig auf die Tube drücken. Da war zum Beispiel zwischen Udland und Elscheid, da war die Straße gesperrt und dann sind wir dann die Kurven rauf, der Berg rauf, da kann ich mich noch dran erinnern. Und eine Hütte unten am Betonwerk, da war auch schon mal ein Slalom und sowas, aber sonst waren das mehr so Sternfahrten. Ne? Zum Beispiel war eine Fahrt auf Nikolaustag, da steht der Pokal auch noch da hinten. Da haben wir nachher so lange wollten auf Protest eingelegt und wir waren auf Nikolaustag, war meine Frau mit ihren 4 kleinen Kindern hier alleine und wir saßen in Ulm und haben auf die Siegerehrung gewartet.
Das waren alles so Sachen, die sind heute nicht mehr vorstellbar. Ne? Das war genau auf Nikolaus da, ne? Diese Rallye. Ja, und später bin ich überwiegend infiziert worden von den Oldtimer. Ich habe den ersten Oldtimer gefunden im Erzgebirge. Der war in der Scheune mit Heu zugedeckt, 3 Stück. Das waren Adler Drumführer, ein Hanomag gekocht und dann hier ein Ford Köln. Ein ganz seltenes Auto. Das war das erste Auto aus der Produktion von Ford in Köln. Also ein Ford Baujahr 33, was eine Produktion von Ford war. Das Fordwerk in Köln, früher wurde in Berlin gebaut. Hier das Auto hier, der Ford A Coupé hier, das ist ein Auto, was in Berlin gebaut wurde. Hier dieses Auto, der schwarze. Ne? Und die wurden da gebaut von 1929. Da wurden aber die Teile und die Motoren überwiegend von Amerika kamen die Motoren. Und dann musste die ganzen Corsé-Teile, Lampen und Licht, alles, das musste in Deutschland hergestellt werden. Mhm. Das hieß Ford Deutsches Erzeugnis. Auf dem Köln steht auch noch drin, Ford Deutsches Erzeugnis unten drunter. Und das war Pflicht. Und wenn so ein Auto nachher, wie die Nazi-Zeit, der Hitler an der Regierung war, da durfte einer, der einen Ford hatte, weil da ein amerikanisches Auto war, noch nicht einmal auf behördliches Gelände fahren. Zum Beispiel auf Kasernengelände und so. Und deswegen wurde danach ein Kompromiss geschlossen, dass das hieß Ford Deutsches Erzeugnis und dann war ein deutsches Auto. Ja. Interessant. Und nach dem Krieg hat Ford den Namen zurückgezogen. Dann stand auf keinem Ford mehr Ford drauf. Die haben in den 50er Jahren, wie hier der Ford Buckeltaunus, da wie man ihn nennt, der Taunus, da hießen die Taunus, das erste Auto, was Ford gebaut hat, war dann der Köln. Und dann kam 1936 kam der Eifel. Mhm. Dazwischen war noch 1934 der Rheinland. Und dann der Eifel, 36 bis 39. Und ab 39 wurde der Taunus gebaut. Und der wurde, aber durch den Krieg war ja alles, die Werke waren zerstört. Und 1951 oder 49 lief schon wieder in Köln die Produktion. Und der Buckeltaunus, das Baujahr 51, aus der ersten Produktion, wo wieder in Köln richtig Autos gebaut wurden. Und danach war Nachfolger die Weltkugel und dann kam hier der P2. Ne? Und die waren immer noch, hießen die Taunus. Auch noch weiter, nachher die P7 und so weiter. Bis 1966 war auf jedem Ford hier zum Beispiel auf dem Buckeltaunus war vorne der Kölner Dom drauf. Mhm. Ne? Und war vorne die Weltkugel, sagte der Name, da war die Weltkugel vorne drauf. Und hier bei dem Taunus hier, da war das Wappen auf der Seite und auf dem Lenkrad von Köln, das Kölner Wappen, mit dem, wie der Dreistern dann auch jetzt Karneval so hat, das ist hier vorne auch noch im Lenkrad zu sehen. Also hier steht nirgendwo Ford drauf auf dem Auto. Auch eine Lüfterradkappe und so. Ne? Und dann ab 19, der Capri war auch noch so. Und dann kam der Capri, der war das erste Auto, was dann wieder mit Ford-Emblem wieder in den Verkehr kam. Ja.